Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Es könnte ein Superspiel werden. Sie brauchen Punkte, völlig klar. In den ersten 7 Saisonspielen haben Sie zu wenig Zähler geholt und daher sind Sie in Abschiedsgefahr. Vielleicht schaffen Sie ja heute mit einem Sieg endlich mal die eigenen Nerven ein wenig zu beruhigen. Bellinghausen. Kleine. Schön dazwischen gegangen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Kleine. Bellinghausen. Finch. Gute Ball geholt. Jetzt können Sie angreifen. Er passt gut auf und hat den Ball. Könnte die Führung werden. Das macht er stark. Da passt der Torhüter auf. Toni. Finch. Machen Sie gut. Steilpass. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von hier? Gute Aktion. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Weiter geht es mit einem Einwurf. Pass wird abgefangen. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Geht dazwischen und hat den Ball. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Aber dann doch der Fehler. Ballverlust. Ja, guter Pass. Und dann machen sie doch noch zu bei diesem Steilpass. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Gutes Tackling. Super dieses Zuspiel. Ein Händler. Bellinghausen. Die Old
Super, jetzt haben wir mal verloren. Das könnte gefährlich werden. Gutes Technik. Wird das was? Chance zur Führung. Ganz stark abgeblockt. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das sieht vielversprechend aus. Da ist die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Nach einer kurzen Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Sie können den Ball anfangen. Da wäre Platz für den Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Er holt sich vorne den Ball. Und den Ball hält der Torhüter fest. Messi. Sehr gut aufgepasst. Machen Sie gut. Steilpass. Guter Steilpass. Oh, gehalten. Das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten. Das war eine Glanztat. Es ist ein Spiel der Taktik, der Strategie. Und wir sehen ja, beide nehmen sich nicht viel. Beide bleiben bei ihrer Taktik. Kaum Räume, aber auch wenig spielerische Glanzpunkte. Aber auch solche Spiele gibt's, die leben von der Spannung. Vielleicht entwickelt sich bei diesem Angriff jetzt mal was. Die Schiedsrichterin entscheidet. Abseits. Hummels. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kleine. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball.
der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Wir sehen das frühe Pressing. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Wichtige Durchsage für Herrn Dietmar Hoppner. Dietmar, bitte kommen Sie umgehend zu den Autos. Der Pass in den freien Raum gut gemacht. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Ist das die Entscheidung? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und Sie haben die Führung. Ist es das jetzt? Der ist nicht drin. Gehalten. Setzt die Klasse durch. Sie haben den Ball. Toni. Vielleicht die Konterchance. Stark gearbeitet. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Und die Balleroberung, wichtig. Könnte der Ausgleich werden? Der Befreiungsschlag. Da entscheidet sich auch Foul. Es gibt Freistoß. Schlussphase läuft, die Gastgeber führen knapp. Es ist ein gutes Spiel von Ihnen, keine Frage. Der Spielstand zeigt das auch. Es wird auch eine Frage der Nerven sein, ob Sie hier wirklich gewinnen. Toni! Boah, kein Tor, super gehalten. Ja, das war nicht einfach und wenn der reingeht, dann war es das hier. Sie führen die Ecke kurz aus. Sehr gutes Technik, das war wichtig. Schiedsrichterin lässt Focker lang. Geldverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Ein super Trick und der klappt auch noch. Geht dazwischen und hat den Ball. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Vielleicht bekommen Sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Flanke abgeblockt. Könnte der Ausgleich sein. Das ist gut verteidigt. Gut verteidigt. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Das war eine enge Partie. Glücklicher Sieg am Ende. Knapper Sieg. Aber so ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg.
Ich begrüße Sie heute Abend aus dem Estadio Lothar Gau, liebe Fußballfreunde. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Auf dem Programm steht heute eine spannende Partie. Best Friends FC gegen die Old Boys. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Bellinghausen. Toni. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. König. Zimmermann. Messi. Ja, geht gut dazwischen. Abdi. Das macht er gut. Ballgewinn, gefährliche Position. König. Messi. Er geht dazwischen. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich aus. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gibt Abstoß. Hummels. Kleine. Vorne jetzt die Balleroberung. Guter Einsatz, Ball ist im Aus, vorne der Ballgewinn. König. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Messi. König. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam. Den Ball holt er. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Das wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Abdi. Finch. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Bellinghausen. Schön dazwischen gegangen. Sie verlieren den Ball. Yeah.
Zimmermann. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Zimmermann. Messi. König. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. Das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Schöner Zweikampf, sie erobern den Ball. Das ist natürlich ein guter Pass. Kleine. Und da gibt es einen Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Die Old Boys mit dem Angriff. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Was wird er gegeben? Kurz gespielt. Das war eng, aber er hat ihn. Vielleicht die Konterchance. König. Geht dazwischen und hat den Ball. Sie üben schon früh Druck aus. Bisschen zu weit dieser Ball. Messi. König. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Es gibt Einwurf.
die Balleroberung. Viel Vorwärts dran jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Aber dann ist der Ball doch weg, quasi nicht entschlossen. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Und dann kommt doch noch dieser Ballverlust bei diesem Steilpass. Zimmermann. Ein Pass mit viel Auge. Bellinghausen. Vorne der Ballgewinn. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Und jetzt wird es Einwurf geben. Sie können den Pass unterbinden. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Gutes frühes Stören. Er holt sich vorne den Ball. Da ist die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ne? Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Schön diesen Pass abgefangen. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Viel Zeit ist nicht mehr für den Sieg, aber die Fans brauchen weiter. Ball wird abgefangen. Die Chance auf den Konter. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Der Ball ist im Seitenhaus, Einwurf. Sie bringen den Ball in die Mitte. Da klären sie erst. Schön dazwischen gegangen. Chance zur Führung. Das muss hier fast schon die Entscheidung sein. Aber dann diese sensationelle Parade. Aber so bleibt spannend. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Immer noch diese Szene. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät noch mal die Chance. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da im Winter gehen. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass.
Hallo und willkommen aus dem Borussia-Park hier in Mönchengladbach. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir übertragen für Sie heute Spiel 1 aus den Online-Saisons. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Wir erinnern uns alle noch an den Abstieg in der Vorsaison. Auch wenn die Mannschaft genau diesen Abstieg natürlich nur zu gerne vergessen würde, bin ich mal gespannt, wie sie heute auftritt. Alle im Umfeld des Teams sagen, es ist ein neuer Spirit, ein neuer Teamgeist da. Die Mannschaft wird ganz anders agieren. Wir werden das kontrollieren. Und jetzt der Ball im Aus, da stand er zu sehr unter Druck. Da verlieren sie den Ball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Bellinghausen. Ja, mit viel Übersicht. Achtung jetzt. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt die Ecke. Kein Tor. Oh, Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Vielleicht die Führung jetzt. Tor mit der Hacke. Das ist ja mal eine klasse Aktion. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt können Sie in Angriff starten. Schön dazwischen gegangen. Da ist die Chance. Der wird gut gekommen. In den Strafraum. Das könnte die Chance werden. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Kleine. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Vorne jetzt die Balleroberung. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Kleine. Der Ball ist weg, es gibt Abstoß. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Dazwischen gegangen. Super Pass! Das war eng, aber er hat ihn. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Und damit sind sie am Ball. Reaktion, Ballverlust. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Da kommt die Flanke. Erstmal geklärt.
Sie haben den Ball. Keine gute Aktion, wieder Ballverlust. Abdi. Langsam wird es gefährlich, schönes Dribbling. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Erstmal geklärt. Geht dazwischen und hat den Ball. Kleine. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Geht den Einwurf weiter. Ball verpindelt, er geht raus. Kurz vor der Pause liegen die Gäste hier deutlich vorne. Sie führen mit 2 Toren, setzen ihr taktisches Konzept hervorragend um, zwingen ihnen ihr Spiel auf und sie haben eben die überragenden Leute, die die Chancen dann auch verwerten können. Da bekommt er Unterstützung. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Klasse Zuspiel. Und er ist drin. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Abstoß war da draußen. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Weiter geht's, wir gehen rein in Durchgang 2. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse! Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein.
Sie gehen dazwischen. Könnte in Konter gehen. Die Chance hier. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Er bekommt Hilfe. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und da klingelt es im Kasten. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Klärt den Seiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Er geht dazwischen. So, was machen Sie dort? Der ist drin! Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. 4-1 jetzt also. Ja, passt auf. Ball erst mal im Aus, es gibt Einwurf. Hat jetzt Anspielstation. Jetzt vielleicht. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Kurze Ecke. Hereingabe auf den langen Pfosten. Ballgewinn, gefährliche Position. Da ist er drin, ein tolles Tor. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Sie verlieren hier den Ball. Sie spielen den Ball steil. Guter Heber. Shaqiri. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste und sie schaffen es halt auch immer wieder, diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen und daher ist die Führung bisher berechtigt. Im Moment sind sie nicht im Ballbesitz, sie müssen hinten aufpassen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Bellinghausen. Toni. Na, zu lang. Barmer. Der hat klasse gearbeitet. Schöner Pass da. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Ball wird abgebrochen. Bellinghausen. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Überragendes Tor. Drin ist der Ball. Damit hat hier niemand gerechnet. Absoluter Zauberfußball. Ich glaube, da müssen wir uns erstmal die Zeitlupe angucken, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Sie gehen dazwischen. Er bekommt die Unterstützung. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Unglaubliches Tor. Seinfalls hier. Was für eine akrobatische Aktion. Was für ein Treffer. Hier kommt noch mal das Tor. Hier ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass. Er lässt den Ball dann noch kurz aufspringen. Und dann haut er das Ding. Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Gut durchgesetzt. Und jetzt haben sie den Ball. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Sie können kontern. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Versucht es aus großer Entfernung, aber das ist dann doch eher harmlos. Das war's in dieser Partie.
Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Uns erwartet heute eine wirklich interessante Partie. Könnte ein Riesenspiel werden. Sie sind optimal in die Saison gestartet. Ein Spiel, ein Sieg. Und heute soll natürlich direkt der zweite folgen. Einfach wird das nicht. Aber wir haben gesehen, wo die Stärken der Mannschaft liegen. Wenn Sie die heute wieder auf den Rasen bringen, dann passt das. Die Ecke wird entschärft. Nichts passiert. Weiter geht es mit einem Einwurf. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Schöner Pass jetzt. So fangen Sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Kleine. Bellinghausen. Sie haben den Ball. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitzfußball ist das Ergebnis von hartem Training. Sie suchen die Lücke. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Die Old Boys machen Druck. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Jetzt könnte der Pass kommen. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das gibt Einwurf. Kleine. Das wird jetzt Abschluss geben. Ball wird abgefangen. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Hummels. Finch. Fängt diesen Ball ab. Und er pfeift abseits. Ballverlust, Old Boys. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut.
Ball kommt an den kurzen Pfosten. Bringt die Flanke unter Kontrolle. Klasse Aktion. Sie suchen die Lücke. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Ballgewinn, gefährliche Position. Chance zur Führung. Ja, gehalten, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Was für ein Tor. Absolutes Traumtor. Was für ein Reinfalls hier. Tolle Szene. Wir sehen uns die Wiederholung nochmal an. Erst die Parade schön gehalten, aber der Ball bleibt eben gefährlich, bleibt heiß. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu kommen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Boateng. Sauber vom Ball getrennt hier. Sie machen hier im Moment eigentlich nichts mehr fürs Spiel. Zug zum Tor, Fehlanzeige, aber irgendwo nachvollziehbar. Dieser Sieg wäre ein gutes Resultat für Sie. Und den Gästefans gefällt dieses Geplänkel überhaupt nicht. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Gute Chance. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Fast gehalten, der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu stramm das Ding. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Toller Pass. Kommen Sie mit diesem Steilpass dann doch nicht durch. Da pfeift der Freistoß. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Klasse Vorstoß. Da müssen Sie aufpassen. Gefährlich. Keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. Die kurze Variante jetzt. Kopfball neben das Tor, war eigentlich kein schlechter Versuch.
Abseits vermeiden. Auf jeden Fall, vorne steht jemand im Abseits und dann trotzdem dieser Pass. Also das ist ärgerlich. Viel Übersicht bei diesem Pass. Im Rücken der Abwehr gelauert, aber auch gutes Timing. Aber hier geht was schief. Abseits. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Klar, das ist Abseits, aber wenn diese Taktik aufgeht, dann hast du wahrscheinlich eine klare Torchance und dann wird es richtig gefährlich. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Das macht er sehr gut. Den Zweikampf führt er sehr gut. Chance für den Konter jetzt. Da ist die Chance. Den Ball hat er. Ganz souverän. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Der Angriff der Old Boys. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Super Aktion. Tolle Technik. Die Chance jetzt. Was für eine Parade.